Folgende Sendung Geistjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries Cockadoodle Cosplay Set. Wow, jetzt neu von Kreis Industry, der Cockadoodle Cosplay Kasten. Damit kann ich meinen Piepern ein wenig bunt machen und aufhübschen mit Googly Eyes. Hui, das wird Pater Johnson gefallen, wenn der kleine Spatz ganz süß aussieht. Ja, jetzt neu von Kreis Industries. Alter, was? Ist der sich das ausdenkt? Cockadoodle Cosplay Set? Was, keine Ahnung. Ich habe nicht mal einen Zettel gehört. Also, da sind die Beweise sind doch wieder klar. Da, hörst du ihn nicht? Hier, da ja, ist ein komischer Schmierzettel. Ja, jetzt. Nee, nee. Überall liegen die doch rum. Mein ganzes Zimmer ist voll damit. Oh, ich schmeiß aus Versehen immer meine Sachen weg. Da kommt der irgendwie. Ich habe einen kleinen Schnabel aus Pappmaché gebaut und sowas. Also, und das gefällt einem Priester, wenn der kleine Piepan. Alter, der hat eine Dose gekickt wieder. Das ist ein Dosenkicker. Wenn der kleine Piepan Choke-a-Doodle macht. Alter, alle Kerzen anzünden wird aber richtig scheiße hier. Boah, geht, ne? Musst du schon ein bisschen. Also, ich hab's schon geschafft. In der Schule? Ja. Alle Kerzen, Alter. Candlelight Dinner in the School. Ja, guck mal, hier ist eins. Kannst du schön mit der Küchendame candelieren. Da ist eine. The Chandelier. Locker hier, ganz locker. Da habe ich Ratek gehört. Opa Ratek! Wo bist du, Opa Ratek? Oh, der deiner Küche ein Tablett oder so hat er hochgeholt. Oh, hier deine Tür angefriemelt. Ob es in der Sporthalle auch Kerzen gibt? Das ist so eine Center-Kerze. Eine Zentralkerze. Nee, in nee. Andenken an den kleinen Timmy Leck. Der kleine Timmy Thompson, der beim Dreierkorbwurf beide Arme. Er hat aus Versehen seinen Kopf geworfen, anstatt den Ball. Ups. Ach, Timmy. Das waren seine letzten Worte. Ups. Oh, 5 Lichter. Wir hatten aber hier so eine Lichtphobie. Aber 5 Lichter ist ja zum Vertreiben schon. Ja, ne? Ja, irgendjemand hat hier so eine fiese Lichtphobie. Irgendjemand hat den Cockadoodle-Cosplay-Kasten von Kreis Industry bestellt. Ist so hoch. Oben sind auf jeden Fall noch Kerzen. Ich hab diesmal nichts. Gar nichts, keine Temperatur. Wow. Oh. Hier habe ich eine Kerze. Wo? Oben im Klassenzimmer. Oben im ich bin oben, aber ich weiß nicht, wo du bist. Oder? Ja, nicht so viel hier. Nee, hier war es nicht im anderen, aber ich gucke auch nochmal hier. Hier ist keine Kerze. Da ist einer auf jeden Fall drin. Kommen wir hier lang. Hier ist eine Kerze drin. Alter, hier war, was war das denn? Der alte Raucherstängel, du. Sich schön die hier ist ein Spielzeug. Knallboros hat er sich gegönnt. Knallboros. Knallboro der Cowboy. Knallboro der rauchende Cowboy. Hier. Ein Knalloboros, der beißt sich von selbst hinten in die Zigarette. Da fehlt aber noch eine Candle. Aber dann ist was ist alles dabei? Feuerzeug und Taschenlampe. Ja, warte mal, dann nimm mal das Spielzeug hier mit. Und den Sprecher habe ich auch. Ach Mist. Gesagt, du kannst ja ein Spielzeug schleppen. Keine Ahnung, so eine Toilet Candle, irgendwie ein Pissoir, eine Kerze noch eingestellt. Schwefelkerze. Oh, hier ist den hier ist eine. Hier drin. Im Lehrerzimmer. Hier ist noch a Candle. Ja. Was siehst du hier? Ist nicht so schwer. Alle kennen. Was ist das für eine Tür? Da sperren wir immer die Timmys ein. Die gemauerte Jenseitstür? Ja, so eine gemauerte Jenseitstür. Da ist es, by the way, irgendwo oben. Was da Spiegel oder was? Hat das Spiegel gefunden. Müsste ich aber nochmal nach den Phrasen gucken. Also willst du ein bisschen mit ihm rumphrasizieren? Na, vielleicht, wenn er reden kann. Ghost, can you talk?
Er kann nicht reden. I am friendly. Trau ihm nicht. Oh! Gott! Er zieht mich die Treppen hoch. Ich hab, weil er weiß, dass du ein Lugermann bist. Trau ihm nicht, Geist. Er ist Luga. We are friendly. Nimm mich da nicht mit rein, du. Alter, hat er mich hier oben erstmal voll ins Zimmer geschubbert. Er ist irgendwo oben, bei so einem alten Notausgang. Das mag ich gar nicht, wie der mich anfasst. Auch hier noch auf jeden Fall das alte, böse Fluchspielzeug. Ghost, tell about yourself. Oh, hier, ich hab... Hier wird's ganz kurz ein bisschen frisch. Ich glaube, das ist eine Finsternis. Ghost, give us a sign. Ghost, can you talk? Oh! Wow, also du provozierst ihn. Minustemperatur, minus 5, minus plus 0. Minus 5, plus 5, so rum. Ich bin in der Bibliothek. Hier sind aber bestimmt Ektorwerte. Er hat mich zu irgendeinem Erotikroman gezogen. Was will er mir damit sagen? Große homoerotische Piratenwelt. Killer mit Eyeliner. So, ich habe einen Wert. 500 bis 1000. Was den Partikelklutsch angeht. Okay. Bop. Und plus 5, minus 5 oder minus 5, plus 5. Und Partikelzähler 500 bis 1000. Das ist also entweder ein Poltergeist. Ja. Wahrscheinlich eine Dunkelheit. Gibt so eine leichte Darkness-Tendenz. Ich hab Brettel, Wutepuppe und Ämpfler. Achso, hast du da schon alles dabei? Ja klar, Profi. Hast du da schon alle Schnei gebracht? Für mich easy. Ist irgendwo oben in der Don der Esther. Ja, da hat er mich auch vorhin reingezogen. Ja, macht da auch weiter Don der Esther Action. Ich höre diese Sounds. Was war das? Keine Ahnung. Was war das jetzt für eine Mission? Ich weiß es nicht. Guck mal, haben wir EMF? Ja, wahrscheinlich. Das elektromagnetische Feld des Gespenstes messen. Ja gut, dann hat er 1 bis 2. Poltergeist oder Dunkelheit? Ich sag's ja, Dunkelheit. Okay, 1 bis 2. Muss halt gucken, ob er Spuren hinterlässt, ne? Ach so, ja. Spritzspuren. Nimm mal den Spiegel und guck mal, wo er ungefähr ist. Ich sehe da drauf nichts, ist zu dunkel. Hast du nur für eine Einstellung, dass bei dir alles so dunkel ist? Ich habe True Black Monitor einfach. Immer noch bei der Bücherei. Er lungert da oben bei der Bücherei rum. Guck mal, ob wir Bücherei-Jizz haben. Bookjizz.com. Wo sind die Bookjizz? Da. Vielleicht auch ein Poltergeist. Hier lungert er irgendwo rum. Das ist seine Aktivitäts-Area. Warte mal, wenn das Poltergeist wäre, sagen wir mal das hier. Dann wissen wir aber immer noch nicht, ob er ruhig ist oder... Ja, ich guck mal ganz kurz rein und... Nee, alle Türen im Haus öffnen. Oh oh. Er flüstert. Der nächste Schritt wäre ein Plasma-Absorber, wenn es denn... Das ist Dunkelheit. Ja, dunkel gemacht. Das ist so Dunkelheitsverhalten.
Oh oh, bin ich jetzt vielleicht tot? Ich habe keinen Schutz. Nothing. Das ist harte Dunkelheit, mein Lieber. Mal lieber. Mal lieber, aber woher willst du das so genau wissen? Weil ich es weiß, weil ich einfach ihn entriddelt habe. Ich habe ihn hart enttarnt. Hart enttarnt hast du? Enttarnt und enthart. Das ist finsternisch. Muss absorbt werden. Guck hier, Brett bewegt sich. Der Brett bewegt sich slowly. Er kommt von rechts. Senior. Das ist eine alte Dunkelheit. Senior richtig Dunkel. Fiese. Das ist Senior Dunkel. Senior Brown. Wo ist er denn, Brett? Er ist super dark. Oh. Warte, wenn wir ihn absorben, dann ist es 100% der Dunkelheit. Ich gehe mal zum Absorber. Der macht doch immer wieder das Licht aus, so typisch Dunkelheitsverhalten. Wow, wow, er geht wieder durch. Alter, das ist so Doppeldunkelheit. Nice? Ja, hallo? Oh. Alter. Er will nur dich. Warum will er immer nur mich? Weil du nach Mitternachtsmandel riechst. Midnight Mandel. Meine Midnight Mandel. Midnight Mandelés. Du hast ihn halt wütend gemacht mit deinem Penetranten. Ich spreche ihn mal an. Hat ihm gar nicht gefallen. Wo oh, jetzt hat er mich versucht zu. Ja, oh, oh, ich habe ihn geplasmat. Es ist, Alter, eine Dunkelheit. Es ist eine Dunkelheit. Es ist eine richtige Dunkelheit mit glühenden dunklen Augen und einem nackten Tanz. Tanzt nur nackt. Also die Dunkelheit wäre dann bei was noch? Wie könnte man das rausfinden? Fußspuren, Blutflecken. Ich hab, ja, aber hab, ja, es ist eine Dunkelheit. Da müssen wir gar nicht mehr drüber diskutieren. Ja, aber jetzt brauchen wir noch. Der Voodoo-Pop. Voodoo? Oder Sprechmann. Ja, oder beides am besten. Wo ist denn der Sprechmann eigentlich? Hier. Müsste man halt mal so ein Wahlgesang oder sowas einfangen. Weil im Moment ist er sehr passiv. Was ist, wenn er nicht reagiert? Eins von beiden. Entweder er wirft sie oder er hebt sie hoch. Gibt's auch gar nichts? Keine Interaktion wäre auch. Wir müssen jetzt als nächstes alle Lichter ausschalten. Aber stärkt ihn das nicht? Ja. Aber ja, wir müssen es trotzdem. Wir haben sie erst alle eingeschaltet, jetzt müssen wir sie alle ausmachen. Wisst ihr? Okay, dann haben wir jetzt schon drei. Dann eine goldene Bombe, Kruzifix und dann fangen. Oh, oh. Wenn er die Puppe mal anheben würde, das kann ich ja noch nicht genau sagen. Er ist schon ziemlich geschwächt. Die Finsternis ist sehr schwach. Ich nehme mal goldene Bombe mit. Oh, nehme ich mir auch eine mit. Ich kaufe mir eine hier. Agüldi. Gespenst dreimal mit Feuersalz abwerft das Gespenst per Rundfunk sprechen. Ja, aber vielleicht redet er nicht gerne. Also bis jetzt macht er da rundfunkmäßig gar nichts. Nö. Aber keine Ahnung, wo er rumgeistert. Vielleicht hat er GEZ nicht gezahlt. Vielleicht. Vielleicht sagt er, ich kann keinen Rundfunk, Jungs. Geht nicht. Ich bin Hans Meiser.
Komm, Geist, komm, 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 komm. Er ist irgendwo da hinten in der Ecke. Achtung, er macht einen Spook hier da. Ja. Ich habe auch meine goldene Bombe draufgeworfen. Das müssen wir noch Kruzifixen. Ich habe eins in der Hand. Mit Kruzifix macht das Kochen Spaß. Kruzi, Kruzi, Kruzi. Wahlgesang. Ja? Wahlgesang, ja. Und er ist hier langgelatscht. Los, hasch mich. Hasch mich, Geist. Okay, warte mal, wenn wir Rundfunk weinen, dann ist er beunruhigt. Dann wäre das nächste Christusstatue. Oh nein, die habe ich wieder im Bus hingelegt. Na, hol so schnell. Er ist hier in die Turnhalle in die Ecke gerannt. Du musst Christus erstmal dein Herz lassen. Ich hab den Geister-Pokéball. Ja, aber wir müssen ihn doch erst christen, oder nicht? Ja, aber bei mir funktionieren die immer nicht. Ich drück auch die Maustaste und immer wenn... Wenn er dich catcht, musst du die Maustaste gedrückt halten. Hat bei mir noch nie funktioniert aus irgendeinem Grund. Das Einzige, was funktioniert, wenn er mich catcht, ihm halt so ein Silber-Nate in den Zentral-Lulu zu werfen. Ich hol Jesus. Zeige dich, Geist! Na, eben gerade hat er mich creepschen wollen. Alter, das ist wirklich Wahlgesang, ne? Das ist wahlwürgen.com. Allerdings haben wir halt keine Aktionen bei der Puppe bisher, ne? Nee, deswegen würde ich sagen, es ist der Jesus, der fehlt. Kann entweder Kruzi oder Jesus sein und ich denke, er rennt vor mir weg. Jesus. Dann muss da hinten so ein bisschen Dunkelheit bleiben, da musst du diesen Kidcatcher-Song machen. In hoher Stimmlage muss sagen, Ich laufe mir hinterher, ich kann ihn sehen. Sir. Ich kann ihn sehen, aber jetzt sehe ich nichts mehr. Der Bund meiner Jogginghose ist ganz ausgeleiert. Die rutscht dauernd. Und heute war Waschtag, ich habe keine Unterwäsche. Ja, er catcht mich. Hast du gewehrt? Jesus, ja. Nimm mich bei der Hand. Vor allen Dingen, weißt du, bei der Hitze und alle Fenster und Türen sind so offen, weißt du. Draußen geht zu der Briefträger her. Er catcht mich! Jesus, hier oben läuft er! Hier oben läuft er, er ist direkt vor mir! Bist du oben? Ja, er läuft hier oben vor mir her. Jetzt geht er nach unten, er geht die Treppe runter. Die Haupttreppe? Ja, da wo du jetzt bist. Da kommt er dir entgegen. Ich hab's voll in sein Gesicht geworfen, das Ding. Er humpelt. Ja! Ja! Boom, Alter. Abgecatchedudelt. Die Catch-Crew, Alter. Easy, Alter. Catch-Crew, so 5000. Richtig schön mit Jesus. Aber wir haben Jesus. Auch hier beim alten normalen Haus, hat jemand gesagt, da brauchen wir Jesus. Könntet ihr bitte Jesus anfunken? Funkspruch an Jesus. So, guck mal, was haben wir denn hier? Ich gehe mit dem Classico rein. Was haben wir für Challenges? Alle Wasserhähne, Gespenst irritieren, Kinderspielzeug mitnehmen. Alle Wasserhähne, ja, legen wir mal los. Ein EMF messen. Der erste Hahn. Der fließt. Bin mal gespannt, wann die erste Karten bringen. Ob das auch so lange wie bei Phasmo dauert oder ob die schneller sind. Boah, Alter, wenn es so lange wie bei Phasmo dauert, haben wir ja eh verloren. Sie arbeiten ja jetzt quasi jeden Tag an dem Spiel, weil sie wissen, ey, im Moment hatte schon ja einen Hype, will ich jetzt nicht sagen. Ja, ein kleiner Hype ist da. So, ne? Nicht so ein richtiger Overdose, yeah, jeder muss das Game zocken, aber die Leute sehen, okay, das ist cool, da ist was, ne, so. Es wird zwar auch, wie alle anderen, Bing. Relativ fix sehr repetitiv, weil halt ja, die Maps fehlen so. Und so, ja. Ne? Und weil du ja dann... Wir sind ja auch so auf diese Effizienz getrimmt, ne? Ja, wir sind Effizienzjäger. Du versuchst dann alles so effizient wie möglich zu lösen, ne? Und findest die kleinen Tricks raus, wie sie gehen und dann, ne? Machst du auch. Oh, das ist interessant. Ich habe hier Geisterpartikel. Und auch irgendwie einen Wert. Nicht minus, sondern 10, 7. Aber hier ist auf jeden Fall Geist. Interessanter Wert, den wir hier haben. Liegt ein Bild auf dem Boden vom alten Billy Bob, dem Doggy Dog? Also es geht nicht ins Minus. It's Billy Bob, the Doggy Dog. Es ist plus 10, das ist ein Kind.
Das ist eine klassische Kindertemperatur. Bisschen wärmer als Erwachsenegeister. Obwohl, es geht ja unter 10, nee. Es ist wieder irgendwas, Poltergeist, Dunkelheit. Ja, jetzt geht's hier sogar ins Minus. Und 500 bis 1000. Ja, wir sind halt so richtige Effizienzjäger, ne? Wir sind einfach Profis. Wir gehen da rein und wissen, wie das geht. Da ist ja auch in unserem Jingle. Ja, ja, ja. Die feuchten Banditen sind wir. Wir machen alle Wasserhähne an. Dann so ein Todesstrahl aufs Genital. Man weiß, ist das Ding im Sack. Einfach mal ein paar Kerzen angezündet, aber hat noch nichts gebracht. Haben wir die Challenge-Kerzen? Nö, aber... Das heißt, es ist schon mal ein Geist, der keine 5 Kerzen haben will. Weil du kannst ja den Kerzentest machen. Wenn jetzt gekommen wäre, wüssten wir, okay. Naja, wir haben überall Licht angemacht, oder? Auch nichts passiert. Der EMF musst du noch messen. Hier, ich nehme mal einen EMFler. Milligauss. Ans Milligauss. Oh, ich habe nichts zur Verteidigung dabei. Ich glaub, ich... Oh. Was war das? Birne da oben geplatzt. Alter, der Birne. Burn. Ulle Birne. Was ist denn das Kinderspielzeug? Hast du es gesehen? Nee, den Spiegel hatte ich, glaube ich, nur gesehen. Was war das? Was war das? EMF. Nee. Ich habe aber nix. Der kann ja kein Wert sein. Ich weiß ja, kein Wert ist auch ein Wert. Also ich habe eine grüne Lampe am Leuchten. Ja, das kann auch 1 bis 2 sein. Ja, 1 bis 2er EMF hast du anscheinend hingelegt. Hm. Wieder Poltergeist oder Dunkelheit? Aber Dunkelheit kann es nicht sein, weil wir so viel Licht angemacht haben. Die Dunkelheit schon längst erzürnet. Thermometer, hast du was am Thermometer? Hotkit oder was? Nee, minus 5 plus 5. Okay. Feldsensor, haben wir einen Feldsensor? Partikelzähler? 5er bis 1000. Okay. Wenn wir keine Spuren haben. Keine Spuren ist immer schwer zu sagen, ne? Na, aber ich glaube, das ist ein Poltergeist. Hier ist ein Mayo-Glas. Für mich ist das eine Spur. Ja, aber Mayonnaise deutet ja eigentlich immer auf Gepoltere hin. Oh, wow, 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 was ist da los? Wow, er toucht mich, er macht einen Doodle. Wo schleift er dich hin? Garten. Ne, hier ist nix. Kein EMF. Nee, dann macht er, dann ist Poltergeist. Das ist der Poltergeist. Oh. Wahlgesang. Oh ja. Das ist fieser Wahlgesang. Wenn jetzt keine Interaktion beim Brett machen, er muss eine Interaktion beim Brett machen, bei einer Voodoo-Puppe. Da könnte es sein. Alle Türen im Haus öffnen. Wär's. Immer alle Türen auf. Wir sind doch alle auf, oder? Ah, vielleicht oben. Ah. Yes. Okay, das ist verdächtig. Und das ist der nächste Schritt, ist die Voodoo-Puppe und dann Feuersalz. Ein Poltergeist. Haben wir eigentlich schon mal einen Poltergeist gefangen? Ich glaube nicht, weiß ne? Weiß es nicht. Wir müssen mal später im Büro unten gucken auch. Ich muss da mal reinschauen. Aber meinst du, es ist ein Poltergeist? 100%. Es wäre dann Voodoo-Puppe, wäre keine oder wirft? Nee. Ne, könnte man keine machen. Achso, Voodoo wissen wir noch nicht genau. Aber Brett muss irgendwas sein. Entweder ein Senior oder ein Junior. Hinterlässt aber Feuersalz Spur. Ist eh der nächste Schritt. Senior, ja, wir brauchen das Brett noch auf jeden Fall oder die Voodoo-Puppe. Poltergeist! Play on the Voodoo Doll. Angeblich ist jetzt Take genau the hier. Voodoo Doll. Angeblich ist jetzt hier.
Na gut, er hat this auch... Area. Er hat auch gelaxt hier. Der lädt schon wieder auf. Ja, der hat charged. Er ist an der Kitchen Sink. Wo bist du? Deutsch hat das noch nicht. What you want? Oh oh. Wohin willst du? Nach oben. Er zieht mich nach oben. Okay, er pullt. Ins Badezimmer. Pullt aber nur. Oh, Brett. Chaotisch, normal? Chaotisch. Haben wir noch alle Hinweise. Dann ist er alt. Eine Voodoo-Doll haben wir noch nicht. Feuersalz ist trotzdem der nächste Schritt. Feuersalz, Goldbombe und Gespenstfanger. Okay, dann nehme ich eine Goldbombe mit. Hast du Feuersalz dabei? Ja. Bombe. Bombe. Alles klar. Oder so ging das. Komm schon, hasch mich, Geist, hasch mich. Hasch, I do I. Shy Ghost. Komm. Ja, da muss er irgendwo sein. Shy aller Ghost. Fass mich an, bitte. Ich bin wirklich echt einsam. Ich wurde so lange nicht angefasst. Angeblich steht er hier. Huch, holla. Bist du verrückt? Mann, ich atme die Scheiße auch ein, ja? Ja, aber das ist ja nur ein bisschen Asbest. Mit Asbest mit Myrrhe gemischt. Das ist gesund. Und da ist, das Wort, da ist das Wort Best drin. Ja, das da Beste ist er. Für dich. Los, greif mich. Ach komm, fass mich doch an. Ja, aber ich muss erst mit Feuersalz wienern. Niemand fasst mich an. Das muss er mit Feuersalz gewienert werden. Wo ist er denn? Er war direkt hier am Tisch gerade, aber... Man konnte ihn richtig sehen. Er ist gesteppt. Da kommt er, die Treppe runter. Nee. Wo ist er jetzt? Er war eben gerade am B-Steppen. Er war am Trappen-Steppen. Ja! Jetzt drauf! Nee, ich kann ihn nicht mehr sehen. Nur mit der Paranuss. Mit der goldenen paranormalen Supernuss. Die Paranormnuss. Ich hab ihn geparanüsselt. Paranormnuss. Greif mich, Paranormus! Ah! Sein riesiger Paranormus wollte mich! Oh! Alter, hat mich draußen nach dem Paranormus. Nach dem Paranormus. Alter. Da, er rennt drin rum. Da schnappen die rechts da. Im Flur. Paranormus! Er kann nicht Wo ist er hin? Er ist verschwunden. Hat sich aufgelöst. Alter, wie er dich noch geparat hat. Er hat Nussallergie. Ja, hat mich draußen vor der Tür geparanormnust. Ist er denn jetzt? Alter, da macht er draußen, ey, das ist so unfair. Was denn nun? Der Typ. Spätestens, wenn er dich kidcatcht. Hab ihn! Im Keller war er. Der Kidcatcher. Oh, mit meiner Paranus hat er nicht gerechnet, du. Nee. Er hat gedacht, es gibt nur einen auf der Welt, aber ich habe gesagt, hab Allergie. Hab Allergie? Sollen wir kurz im Keller gucken? Hab Allergie. Hab Allergie. Kuskeng Allergie. Kuskeng Allergie, meint er. Einmal im Frühling kommt der mit Polle. Wo geht's denn runter? Ach, da. Ich hab schon einiges hier unten. Der Keller wird immer voller bei mir. Ich hab hier ein Poltergeist, ein Kind, ich habe auch ein Kind gefangen, Ertrunkene, die Dunkelheit, ein Vampir. Dämon, Chinese und drei fehlen noch. Ich hab einen Geist, ein Kind, Dämon, Chinese. Gut, was Leute, bis zum nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da, auf Wiedersehen und tschüss.